Shalom Leute, hier ist mal wieder euer dunkler Magier und ich heiße euch herzlich willkommen zum 12. Part meines One Piece Pirate Warriors Let's Plays. Nachdem wir im letzten Part ein bisschen abseits der Story gegangen sind, mit der Sexy Nami, machen wir jetzt mit der Hauptstory weiter und begeben uns in das Königreich Alabaster. Darunter steht die Stadt der Träume, die Rainbase. Das ist, glaube ich, sozusagen die Hauptstadt gewesen, beziehungsweise eine der größten Städte in Alabaster. Und dort befindet sich das Hauptquartier der Barock-Firma. Mehr möchte ich noch nicht verraten, das wird das Spiel vermutlich gleich tun. Und insofern starten wir mal die Episode. Ja, du wärst schon tot, Kleines. Bonkuri war der, ja, die Tonse. Der Frankie ist gespannt, Freaks mag er nämlich. Bonkuri war, wie gesagt, eine Tonse. Er wird öfter mal vorkommen in der One Piece Story. Und er hat die Fähigkeit, dass er sich in alle, die er angefasst hat, verwandeln kann. Die Tonnen sind Frucht in Aktion. Das stimmt übrigens gar nicht, finde ich. Bei echter Freundschaft ist es egal, wie viel Zeit man zusammen verbringt. Eine echte Freundschaft ergibt sich doch erst dadurch, dass man viel Zeit zusammen verbringt. Finde ich persönlich. Es gibt natürlich gewisse Ausnahmen, aber das würde jetzt zu weit gehen, das zu erläutern. Mr. Tü, das bedeutet, dass er Mitglied der Barock-Firma ist, also einer von den Feinden sozusagen, aktuell, hat sich aber dennoch mit ihnen angefreundet. Ja, deswegen haben sie sich jetzt geheime Zeichen gemacht, um sich gegenseitig zu erkennen, denn der Typ hätte sich ja in einen von ihnen verwandeln können und sie verarschen können. Und das Schlaue bei der Sache ist, das erzähle ich euch gleich. バロックワークスによる王国乗っ取り計画は大詰めを迎え。バロックワークスを操る男、クロコダイルのアジトでは、主要エージェントが顔を揃え、最後の指令を受けていた。しかし一人だけ指令を受けられなかったものがいた。ミスター3を名乗るその男は、 Davon habe ich euch übrigens vor 3-4 Parts mal erzählt gehabt, von der Story mit Mr. Free. アラバスタに上陸した麦わらの一味は猛然とクロコダイルのアジトに乗り込んだが敵の罠に陥りルフィ、ゾロ、ナミ、ウソップが 檻に入れられてしまう。まもなくして、バロックワークスの副社長、ミス・オールサンデーによってアジトに連行されてきたビビは、ルフィたちを助けようと奮闘するが、クロコダイルの砂砂の能力の前には、なすすべがなかった。ルフィたちが入れられた檻は、悪魔の実の能力を奪う回廊石でできている上、
徐々に海水が入ってきてルフィは力を出せない。檻の鍵もなく途方に暮れるビビ。その時ミス・オールサンデーが持つデンデン虫の呼び出し音が鳴る。聞こえてきたのは謎の男の声だった。Ja gut, an die Geschichte um Alabaster herum kann ich mich jetzt nicht mehr so genau erinnern, aber sie haben verdammt viel weggelassen, weil bevor sie da im Käfig gefangen wurden, im Hauptquartier der Barockfirma ist schon ziemlich viel passiert, eigentlich. Das ist Sanji, der da anruft übrigens. Mr. Prince. Da hat der Sanji sie übrigens schön verarscht, hat so getan, als wäre er gefangen genommen worden und hat sie somit weggelockt. Alles nach Plan. Er zockt erstmal eine Runde. Das war sehr ausgeklügelt von ihm, finde ich. Und da ist der Chopper. Ja, ich finde es immer wieder traurig, wie viel das Spiel weglässt an Story. Aber naja. Ich werde sterben. Sterben. Prince. Bist du jetzt verliebt? Was auch noch fehlt, und zwar im Käfig mit ihnen zusammen, der Smoker gesessen. Das war ein Marine Vizeadmiral, glaube ich. So, und da ist jetzt der Mr. Free erschienen, denn Herr Crocodile hatte ihn, nachdem er erfahren hatte, dass er gescheitert war, uns zu besiegen, hatte der Crocodile ihn einem Krokodil zum Fass vorgeworfen und der hatte sich halt anscheinend in so einen Wachsball eingeschlossen, um im Krokodil zu überleben. Und jetzt ist er wieder rausgekommen, nachdem Sanji sozusagen den Krokodil mal ein paar Mal getreten hat, denn das wurde vom Spiel auch verschwiegen. Der Schlüssel zum Käfig befindet sich in einem der Krokodile und deswegen hat der Sanji an den Krokodilen ein bisschen herumgetreten gehabt. Wow, und jetzt los. Ja, so also langsam steigt natürlich das Wasser. Aber ich glaube, der Mr. Free sollte kein allzu großes Problem für den Herrn Sanji sein. Oh, wo ist er denn? So, jetzt aber machen wir ihn mit unserem Supermove fertig. Leider hat er auch gerade seinen Supermove irgendwie benutzt gehabt, so eine Art Schutzkugel oder so. Deswegen hat unser Supermove leider nicht so ganz funktioniert. Boom. Au, wir sind ausgewichen, Mensch. Boom. Nee, mittlerweile kann ich mit dem Sanji auch etwas besser umgehen, weil damals gegen die Mümmelmonster, so wurden sie damals im Anime genannt, hatte ich mit dem Sanji ja relativ geringe Chancen. Ah, jetzt ist er tot. Ja, beziehungsweise tot ist wie gesagt noch nie einer gewesen im Anime, habe ich glaube ich letztens mal erläutert. Aber wir haben zumindest Mr. Free besiegt. Und jetzt können wir ihn dazu zwingen, einen Schlüssel aus Wachs zu erstellen und den Käfig zu öffnen. Also eigentlich eine extrem nützliche Fähigkeit.
るもんだ、ろうそく人間。Einfach mal wieder weggetreten. Da kommt der Krokodil zurück. Und was steht auf dem Zettel? Ja, wurde uns jetzt leider nicht verraten. Das haben sie jetzt nicht übersetzt. Haben ja nur ein halbes Jahr gehabt, ne? Die Übersetzer von dem Spiel. Das Problem im Königreich war übrigens, dass das Wasser knapp war. Denn Krokodil ist ein Sandfruchtnutzer. Und da das Ganze hier in der Wüste stattfindet, hat er einfach der Wüste den letzten Tropfen an Wasser entzogen gehabt. Und dadurch litt das Königreich Alabaster an einer Trockenperiode. Ja, und das kam halt erschwerend zu der Situation hinzu. Angriffe mit der Gungum-Streitaxt, die den Boden erzittern lassen, eignen sich gut gegen schwer gepanzerte Feinde. Wenn du triffst, kippen sie um. Ja, gut. Gut zu wissen. Und jedenfalls die ganzen politischen Verhältnisse, die da damals im Anime aufgeführt wurden, wurden hier jetzt leider nicht erwähnt. Ja, okay, das Spiel ist ja auch erst ab 12. Aber die Rebellenarmee hatte durchaus gute Gründe, das zu tun, was sie tut. Denn es gab, wie gesagt, eine Rebellenarmee aus ein paar tausend Mitgliedern, was gar nicht so wenig ist für die Bevölkerungsanzahl des Landes. Dann gab es natürlich noch den König und seine Soldaten. Und das waren im Grunde die zwei Parteien, die im Moment aufeinander trafen und die halt durch Krokodil aufgehetzt wurden, damit er letzten Endes irgendwann mal das Land beherrschen kann. So, Krokodil ist übrigens einer der sieben Samurai. Die sieben Samurai, das hatte ich euch übrigens auch noch nicht erläutert, sind Piraten, und zwar extrem starke Piraten, die von der Marine sozusagen angeheuert wurden, die halt dadurch einen Charterbrief bekommen, so hat man das früher, glaube ich, genannt. Also früher gab es sowas tatsächlich, dass Piraten von ihrer Regierung einen Brief bekommen haben, der ihnen tatsächlich erlaubt hat, die Piraterie auszuüben. Natürlich, solange sie nur die Feinde angriffen. Und ja, Sir Crocodile arbeitet sozusagen für die Marine, kann aber weiterhin seinem Piratenhandwerk nachgehen. Und das sind im Grunde die sieben Samurai, also sieben extrem starke Piraten, die nebenbei etwas für die Marine arbeiten. Soweit dazu. Ach, das ist jetzt hier wieder so eine Mission, in der wir Gebiet erobern müssen. Verstehe. Was wurde uns übrigens gesagt, dass wir mit der Axt gepanzerte Feinde sehr gut besiegen können. Aber es sind keine gepanzerten Feinde hier übrigens, sondern welche mit Schilden. Ups. Ja. Das wird jetzt aber wieder ein langes Unterfangen. Da brauchen wir jetzt noch ein Part dazu, um die ganzen Territorien einzunehmen. Ah, schaffen wir schon. Bom. Alter, Nami steht da. Wo ist denn die Nami? Was für diese Kerle gut war, für die mit den Schilden, war hier der Move. Und zwar das hier. Dann gingen ihre Schilder kaputt, weil ich das noch in Erinnerung habe. Wir haben übrigens schon lange nicht mehr die Windmühle gemacht. Ich weiß gar nicht mehr so genau, wie die geht. Boom! Aber der Move ist mal wieder sehr sexy gelungen. Ja, warum zeigt der Pfeil die ganze Zeit dahin? Ach, da haben wir hier wieder so einen schwulen Anführer mit einem Riesenschwert. Boom! Bazooka! Und jetzt noch der Special Move. Und dann geht er auch schon down. Ha! Ich habe das übrigens irrtümlicherweise in den ersten Parts Metall-Elefantenpistole oder so genannt. Oder Elefantenmetallpistole, wie auch immer. Weil im ersten Part war das der Move, den Ruffy benutzt hatte. Aber danach, denn im ersten Part waren wir ja halt der Zukunfts-Ruffy, hatte er halt den anderen Move und zwar einfach nur so eine starke Gungum-Pistole sozusagen. Also nicht, dass das eine wieder verwechselt. Das hier ist nicht die Elefantenpistole, die wir hier machen. So. Oh. Ne, da brauchen wir jetzt wirklich mal wieder den Move hier für die Gepanzerten. Boom. Und wie ihr seht, liegen sie jetzt flach auf dem Boden. Boom. Man muss schon ein bisschen mit Strategie spielen und so, ne? Geht dann viel besser. Aber anscheinend sterben sie ja tatsächlich sofort nach dem Move hier. Also ich dachte, sie kippen nur um.
Aber anscheinend sterben sie ja wirklich. Rette Chopper steht da. Ja, wo ist ein Chopper? Da hinten irgendwo. Muss man ja erstmal hinkommen. Ja gut, zum Glück ist der Zauber aufgetaucht. Der kann uns jetzt ein bisschen helfen. Aber, bevor uns wieder gesagt wird, dass wir die Mission nicht geschafft haben, laufen wir mal lieber zum Herrn Chopper. So, wo ist er denn? Da. Ja, erstmal machen wir unseren Super-Move hier erstmal. Boom. Können wir uns mit dem Chopper eigentlich synchronisieren? Haben wir noch nie gemacht. Ne, mit dem geht das leider nicht. Vielleicht ist er ja zu klein dafür. Der kleine Schmuse-Typ. Was mich übrigens immer geärgert hat, ist, dass Chopper so eine Kack-Stimme hat. Im Deutschen hatte er damals noch eine relativ männliche Stimme gehabt, vor allem in seiner großen Form. Aber irgendwann mal war es soweit, ab einer bestimmten Folge, und das Lustige war, sorry, in derselben Folge wurde das auch im Japanischen geändert, hat er auf einmal eine weibliche Stimme bekommen, also eine extrem weibliche. Im Japanischen war das so, dass er von Anfang an eine relativ weibliche Stimme hatte, und dann hat er wirklich eine extrem weibliche Stimme bekommen, als würde irgend so ein kleines, süßes Mädchen entsprechen. Kann ich gerade natürlich nicht nachmachen, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Und das stört mich heutzutage vor allem. Ich gucke One Piece hier nur noch auf Japanisch. Wird ja ab der 400. Folge nicht mehr synchronisiert. Und da ist Chopper einfach immer mit dieser billigen Frauenstimme unterwegs. Das nervt einfach. Das passt einfach nicht zu ihm, finde ich. Vor allem, wenn er sich dann in diese große Form verwandelt und so weiter. Und immer noch mit seiner Frauenstimme umherwurschtelt da. Das geht einfach nicht. Ach, da haben wir jetzt den Anführer, den wir jetzt besiegen müssen. Damit uns das Territorium gehört. So. Sollte nicht zu lang dauern. So stark ist er ja auch nicht. Mal wieder perfekte Kameraführung. Aha, das macht also die Taste bei Ruffy. Ich verwechsel das immer. So. Ich seh nix. Aber gut, das Territorium hätten wir eingenommen. Jetzt müssen die Soldaten eigentlich auch mal langsam Angst bekommen und hier flüchten. Das Problem ist bloß, jetzt sind auch noch ein paar Marine-Fuzis aufgetaucht. Die hatten übrigens auch damals im Anime mitgespielt oder waren mit von der Partie sozusagen. Traurig ist nur, dass die Marine-Soldaten immer ähnlich aussehen. Mal wieder hier so ein Fettsack mit einer Lanze. Das war auch schon damals bei Arlong so. Das ist merkwürdig. So, die Mission hätten wir auch schon mal abgeschlossen. Lissop ist auch noch aufgetaucht. Also langsam sammelt sich unsere Mannschaft. Aber hier haben wir übrigens nichts mehr zu suchen. Lohnt sich nicht, gegen die Soldaten jetzt noch zu kämpfen. Denn das nächste Territorium, was es einzunehmen gibt, hat hier der Chopper schon angefangen. Ja, der Move war jetzt leider ein bisschen deplatziert. Aber jedenfalls das nächste Territorium ist das hier. Warum läufst du wieder weg, Chopper? Hey, sollst mir doch helfen. So, jetzt sollen wir aber nach da unten und Lissop helfen, verdammt. Alter, sind hier aber viel zu viele Aufträge für einen Mann wie mich. Naja, an der Stelle beenden wir auch den Part, weil der dauert ja schon lange genug. Im nächsten Part werden wir hier das dann beenden. Und insofern danke ich euch fürs Zuschauen. Ich würde mich hier immer über Bewertungen, Kommentare, Verbreitung des Videos und die Favorisierung freuen. Und diesmal macht das mal wirklich. Ihr hört das zweimal, aber ihr macht das nie. Also schön bewerten und kommentieren. Und insofern danke fürs Zuschauen und reingauen und Wiederschauen. Bis zum nächsten Mal.